große Feuerball, Junge! Bam! Hallo! Boah, hallo Leute! Ihr seid so viele da, auf einmal! Ich hab nicht mal angefangen! Schön, dass ihr da seid! Trinex, Papst, Thunder und ich glaube Witcher ist auch da! Ja, ja, ich hab geguckt, wer alles da ist! Und ja, wir spielen weiter Final Fantasy. Die Alerts gehen jetzt. Ich hab, wenn ich dann im Stream schaltet gleich Screen bin, dann gehen die Alerts. Ich hab sie nicht drin. Könnte ich natürlich noch später hinzufügen. Das macht vielleicht dann mehr Spaß. Ja, cool. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich hin muss. Ich glaube, ich muss hier rein tatsächlich. Ja, so muss ich hier rausfinden, damit ich mich bewege. Muss ich da irgendwas noch machen? Zelt und... Achso, der. John Cena! Oh, ich weiß gar nicht mehr. Wechseln hier. Gut, wenn man keine Ahnung hat von der Steuerung. Ich weiß auch nicht, warum die bei mir leise sind. Vielleicht weil... damit das Spiel nicht übertönt wird. Aber ich glaube, das war schon von Anfang an so eingestellt tatsächlich. Wüsste, ob ich noch nachträglich irgendwie Steuerung nachgucken kann. Ja, das ist doch doof. Ich drücke einfach wahllos viele Knöpfe. Yay! Das funktioniert bestimmt. Witcher! Hey! Schön, dass du da bist. Hype, hype. Ich drücke ganz viele Knöpfe, weil ich nicht weiß, was wechseln bei mir auf der Tastatur ist. Alternativ könnte ich natürlich den Controller anschließen für diese Mission. Ich hoffe, das funktioniert. Einfach so. Machen wir das mal. Das ist doch... Ich dachte, ich hätte das eingestellt. Nein. Ich weiß das schon.
der PlayStation 5 Viereck, ja, auf der Tastatur. Ich dachte, ich hätte es eingestellt, aber jetzt habe ich den Steam-Controller ausgepackt. Habe leider keine PlayStation. Ich habe tatsächlich Final Fantasy 7 nie auf der PlayStation gespielt. Doch, PlayStation 2. Aber nur ganz kurz. Ansonsten immer auf PC. Check's nicht. Gibt doch nicht so viele Möglichkeiten jetzt hier. Okay. Jetzt muss ich mit beidem arbeiten. Mit Tastatur und mit Controller. Stell noch hier jemanden hin. Du hast gestern mit deinem Sohn kurz gespielt. Ja, warte ein paar Jahre. Oder? Ach so, nee. Ich habe jetzt verwirrt. Ich dachte jetzt Trinex, aber Trinex, ja, ist auch bei mir in grün, das ist voll verwirrend. Es ist einfach alle die gleiche Farbe für alle User, das ist uncool. Kann man das irgendwie einstellen? Mein Witcher hat auch einen Sohn, das ist schön. Wie alt ist denn dein Sohn? Machen wir, egal. Ja, der hat mein Geld. 8 Jahre. Ach, da kann er ja schon Final Fantasy 7 spielen. Das geht. Hat es ihm denn Spaß gemacht? Bestimmt, ne? Obwohl er würde... Vielleicht sagt er, nee, die Grafik ist nicht so schön. Die Bombe jetzt zünden. Ich hoffe, da kam jetzt was Cooles bei raus. Der Helfer wird die Erschütterung messen und sich dann in Blickrichtung zum vergrabenen Objekt aufstellen. Dort, wo sich die Sichtlinien der Helfer überschneiden, befindet sich die Ausgrabungsstelle. Okay, ich hab's verstanden. Danke, Final Fantasy. Yeah. Aber ich habe damals, als ich etwas jünger war, habe ich zusammen mit meinen Nichten, als sie noch klein waren, gespielt. Die erinnern sich tatsächlich noch dran. Ist schon tatsächlich ein paar Jahre her. Okay. Ich hoffe, da kommt was. Mal raus. Ja, und ich glaube, ich habe Final Fantasy 7 nicht mit denen gespielt, aber 10 und 8. Und Hafo, yay! Ich möchte jetzt einen Schatz graben, bitte. Oh, ich kann sogar Sachen kaufen, die gut sind. Ich hätte sie vielleicht ausrüsten. Ich hab die bestimmt schon. Er will immer kämpfen. Ja, es geht doch. Wenn du sie gut ausgerüstet hast. Ist immer. Egal, ich hab den Gegenstand. Ich hätte einen Schatz haben können. So, jetzt mit Leuten reden oder so?
quatscht denn, passiert nichts. Achso, genau, mit der Mundharfe muss ich hier weg. Okay, dann, warum kann ich das nicht mit einer Ocarina wecken? Ja, weißt doch, ich spiele das sehr perfide, genau. Ja, so wie ich. Nein, ich spiele eigentlich. Nämlich privat tatsächlich eher genau als im Stream. Beim Stream kann ich mich irgendwie nicht so auf viele verschiedene Sachen konzentrieren. Der schlafende Wald ist aufgewacht. Das ist eine Materie, ich will sie haben, bitte. Bleib stehen. Was ist, wenn ich zurücklaufe, kommt sie dann wieder und ich kann sie dann nehmen? Nee. Fies! Vielleicht kommt sie im nächsten... Nein, nein, da holt sie! Da holt sie davon! Hier ist so ein roter Pixel, der ist selektiert. Inastia. Stehen bleiben. Boah. Geschafft. Nicht ausrüsten. Materia. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Was? Sie hat gar keine. Das ist schlecht. Und Zeit. Feindes Angriff. Ne, Fehlangriff ist das. Ne, machen wir Feindtechnik. Der hat auch alle schon. Analyse, ach. Analyse braucht keiner. Odin. Handlung. Okay, wie lange habt ihr denn gespielt? Ich dachte, das war nur kurz. Ich hab... Kannst du gerne sagen, was du alles hast, aber ich denke, du hast so einiges. Also, du hast mehr Sachen schon, weil ich einiges verpasst habe. Und, eigentlich müsste ich jetzt hier schon alle Techniken von Aerith haben. Habe ich nicht. Sieht. Und deswegen wollte ich halt offline noch ein paar Sachen nachholen. Zumindest die Technik und dann versteckte Items vielleicht. Also, ihr habt dann gestern gespielt, aber dein Spielstand. Bist du schon relativ weit, ja, oder? Level up. Ich weiß gar nicht, konnte man da hin? Hast du
alle Limit Breaks bei Aerith schon geholt. Will ja nicht spoilern. Ja. Spoiler, wir sind gleich am Ende der ersten CD damals noch. Aber ich gehe erstmal gucken. Ich glaube, hier waren noch coole Sachen, bevor schlimme Dinge passieren. Yeah. Hier ist ein Speicherpunkt. Wir sind jetzt in der Stadt des alten Volkes, wenn ich mich recht erinnere. Und hier gibt's eine Kiste. Zauberkapsel. Komm ich da raus? Ja, wusste ich doch. Ich hab mir irgendwelche Pfeile eingestellt. Naja. Das hilft bestimmt. Aurora-Armband. Ist das was Gutes? Ja, schon. Oder würde mir was fehlen? Vielleicht kann ich das bei Tifa ausrüsten? Und kann sie noch alle mitnehmen und Genesung. Aerith lässt immer außen vor, aber es gibt ein Achievement. Ich will dieses Achievement. Wenn du alle zumindest bei Steam. Ich weiß jetzt nicht, wie es im PlayStation Store ist. Wenn du alle Limit Breaks schaffst. Was ist das? Passiert da nichts? Ist das einfach nur Deko? Ich habe zumindest letztens gesehen, dass ich das Item Schleife verpasst habe. Und das hat mich sehr traurig gemacht. Obwohl ich nicht weiß, was hier Schleife tatsächlich bewirkt. Als Item. Ich würde sagen, ich gehe einfach da weiter hier. Da rein so. So, du spielst das Original. Ah. Das ist ja auch viel cooler tatsächlich. Ich finde es tatsächlich viel cooler. Allerdings hatte ich nie eine PlayStation 1. Aber zum Glück gab es Final Fantasy 7 auch schon von Anfang an fast für PC. Sonst wäre ich auch nicht in den Genuss gekommen von Final Fantasy 7. Ich hatte, weiß ich noch, immer gehofft, dass Final Fantasy 9 auf PC rauskommt, und ich habe gewartet und gewartet und gewartet, und irgendwann wollte ich dann für die PlayStation kaufen, und das gab's einfach nirgendwo. Ich bin durch die ganze Stadt gelaufen, war in allen möglichen Gaming-Läden, und dann haben die gesagt, ja, ich wollte auch damals Final Fantasy 9 kaufen, und hab's mir direkt geholt, als das rauskam. Hättest du mal auch gemacht. Ich dachte mir, das ist nicht sehr freundlich von einem Verkäufer, sowas zu sagen. Oh, bin ich. Oh, das ist ein Bett. Das hast du gut erkannt, Barrett. Sollen wir uns ausruhen? Ja, warum nicht, ne? Ja, kurz ausruhen. Passt schon. Acht und neun habe ich original zu Hause. Ich habe tatsächlich
8 und 10 und 10 Teil 2 und Final Fantasy 7 habe ich auf Steam und damals habe ich es ausgeliehen, also Final Fantasy 7 für PC. Da ging das ja, da konnte man Spiele ausleihen. Stellt euch das vor. Heute ist es ja fast unmöglich, wenn man tatsächlich nur so auf Steam Spiele hat. Wenn man natürlich Konsolenspiele hat, kann man sie auch ausleihen, wenn man sie dann nicht irgendwo im Store gekauft hat. Das ist schon krass, wie es sich gewandelt hat. Ich fühle es. Laut, was ist los? Aerith ist hier. Und Sephiroth auch. Und man, das macht so kaputt, ne? Es tut mir leid, aber wenn man nicht mal die Worttrennung kann. Wie? Was? Sephiroth? Woher willst du das wissen? Kein Quatsch, ich fühle es. Dann sollen wir uns beeilen. Alles klar, wir müssen uns beeilen und Aerith finden. Materia Feindestechnik. Noch eine? Ach, krank. Wie viele kann ich denn haben? Wahrscheinlich für jeden einen. Videothek war super. Spiel einen Tag, ausleihen und dann mit Alkohol oder 20. Kopiert. Viele PS2-Spiele dadurch sehr günstig gehalten. Ja. Ich hatte keinen Brenner. Und als ich ihn hatte, irgendwie hatte einen Brenner und dann, als wir den hatten, gab es einen Kopierschutz. Da waren die Spiele tatsächlich nicht mehr einfach so zu brennen. Viermal? Wirklich viermal? Ich habe das Gefühl, ich hätte schon 5 oder so. Aber wir müssen Aerith finden. Okay, ich möchte da nicht hin. Aber ich glaube dir. Ich glaube, ich habe schon tatsächlich schon alle 4. Was sind das für Muscheln hier? Muss ich denn hier lang? Also ich sehe jetzt nicht, dass ich hier irgendwie weiterkomme. Aber ich habe tatsächlich einige Spiele ausgeliehen. Also wir haben damals uns Spiele ausgeliehen und gespielt und dann wieder abgegeben. Und Final Fantasy 7 war tatsächlich eins von denen, die ich einmal gespielt habe, durchgespielt habe und dann abgeben musste. Das ist Aerith, das Stimme. Kommt sie von hier? Ich muss es doch irgendwie ausmachen können. Das ist schon nervig. Keine Pfeile, kein Zeugs mehr hier. Wow. Krass, noch eine Materie. Die werden ja einfach hier liegen gelassen. Asteroid. Oh, wie cool ist das denn? Ja. Machen wir Asteroid. Komet. Ist das nicht Meteor eigentlich? Also in anderen Spielen? Wow, wo bin ich denn gelandet?
Ohne Witz, daran kann ich mich echt nicht erinnern, dass es so ausgesehen hat. Da sieht es aus wie so eine kleine Stadt. Wo ist die Aerith? Aerith, geh weg da! Komm mit! Aerith? Ich renn einfach wieder weg. Nein. Bleib mir einfach jetzt hier auf der Schwelle stehen. Was ist mit Cloud los? Beende den Stream, bevor was passiert. Was tut der? Geh nicht hier weg jetzt. Ist der doof? Ist er blöd? Bitte vor. Cloud, hör auf damit! Ah, wozu zwingst du mich? Das kann doch nicht sein. Keine Angst, das Mädchen geht in Planetenenergie auf. Wir halten nirgendwo mehr. Jetzt geht nach Norden. Das verheißene Land liegt hinter den Schneefeldern. Dort werde ich neu geboren, da ich eins werde mit dem Planeten, genau wie das Mädchen. Halt die Klappe! Der Lauf der Natur und der Plan sind egal. Aerith ist fort. Aerith wird nie wieder sprechen, nie wieder lachen, weinen oder Zorn empfinden. Was ist mit uns? Was sollen wir tun? Was ist mit meinem Schmerz? Meine Finger kribbeln. Mein Mund ist trocken. Ja, töte den Mann. Dreh dich um und stich ihn ab. Meine Augen brennen. Was redest du da? Hast du etwa Empfindungen? Natürlich, was glaubst du eigentlich? Hör auf, traurig zu mimen. Du brauchst auch nicht so wütend zu tun. In Cloud, du bist.